Moin Leute, ich bin ein Arzt. Ja, es war mein erstes Team, in dem ich dann professionell gespielt habe, in dem ich auch ins Gaming House gefahren bin, in dem ich dann auch ein Gehalt verdient habe, was jetzt vielleicht mit heutigen Standards nicht das Beste war, aber auf jeden Fall für mich damals komplett krass war. Also es war für mich eine komplett andere Welt, dass man mit E-Sports Geld verdienen kann und dass ich davon quasi, dass ich das hauptberuflich machen kann, das war komplett insane. Und dementsprechend waren das Erfahrungen, die, ja, ich habe dann versucht, immer weiter zu pushen mich selbst. Und ich glaube, auch am Anfang habe ich mich sehr gut gemacht. Nur irgendwann habe ich dann angefangen, schlechter zu performen in dem Split. Und das ist dann auch in dem traurigen Ende für mich so geendet, dass ich dann am Ende vor den Playoffs für, oder vor den Finals für Lamaware gebencht wurde, der aus der LEC oder damals LCS gebencht wurde bei Mysterious Monkeys. Das Roster, was wir hatten, das hat einfach nicht funktioniert. Und es brauchte einfach einen Tapetenwechsel, auch wenn ich selbst nicht mal unbedingt das Problem in Anführungszeichen war. Musste einfach irgendwie was, jemand Neues her, der was Neues reingebracht hat, aber es hat am Ende nichts geändert. Also ich war quasi in ESG, war gebencht, bin dann auch im Haus geblieben und habe versucht, so viel es geht von Lamaware zu lernen, weil er zu der Zeit auf jeden Fall ein Jungle der Top-Klasse war, verglichen mit allen anderen, also besser als der Rest. Und ja, danach war das Split zu Ende, ich bin nach Hause gefahren und dann kam es dazu, dass vor allem Bröki, und ich glaube erst No Way hat es mal in seinem Stream gesagt, ach, dieser Don Arts, der spielt doch nur diese Supportive Champs im Jungle, Ivan, Nunu und Deutschland hat doch eigentlich so gar keine guten Supporter, wen gibt es überhaupt als gute Supporter? Und dann hat Bröki die Idee bekommen, vielleicht sollten wir einfach Don Arts zum Rose Hoppen bringen und ihn zu dem, zum nächsten deutschen Support-Talent machen. Daraufhin, also Bröki und Mantic haben wirklich nicht locker gelassen, also die haben wirklich ein oder zwei, drei Tage durchgehend auf mich eingeredet, mich zugetextet und mich auch teilweise reingepressured, aber aus dem Hintergrund, dass sie nur das Beste für mich wollten. Also ich mache denen heutzutage keinen Vorwurf darüber, aber sie haben auf jeden Fall meine Entscheidung sehr stark beeinflusst. Hab mich dann im Endeffekt dazu entschieden, bin dann auch Support geworden und hatte, wir hatten in dem Team, Thruster war Scarface, Lamaware, Kastellan, am Anfang Cookie Loyal, später Sedrion und ich. Und wir waren actually ein ziemlich gutes Team, aber ich habe persönlich nicht wirklich gut performt. Also vor allem am Anfang, du kannst halt nicht Rose foppen und dann zu den Besten in der Rolle gehören. Das habe ich mir irgendwie so ausgemalt, aber das funktioniert so nicht. Meine Teammates haben auch ab und an mich wissen lassen, wenn ich Fehler gemacht habe. Es war nicht auf jeden Fall alles rosig. Deswegen habe ich mich danach entschieden, wieder Jungle zu spielen, weil das für mich nicht der most enjoyable Split war. Auch wenn ich daraus wieder viel gelernt habe. Also diesen ganzen Split mit Lamaware zu spielen und eine andere Perspektive des Jungles zu sehen, hat mir danach geholfen, selber ein besserer Jungler zu werden. Also ich bereue nichts, was ich getan habe, auch wenn es zu der Zeit nicht so spaßig war, vielleicht. Aber als ich Big gejoint bin, tatsächlich nach diesem Alternate-Split, ich war tatsächlich ein ziemlich guter Jungler. Wir haben mit Alternate noch nicht mal die Finals erreicht, aber ich hatte von mir selbst sagen können, dass ich ein ziemlich guter Jungler war und hatte dann bei recht vielen Teams Tryouts gespielt, bei Giants in Spanien und dann auch bei Big, bei Maus und bei ESG. Und tatsächlich war ich in so einer Position, bis auf Maus mich eigentlich die Teams haben wollten, bis auf Maus und Giants, die hatten noch eine andere Wahl, aber ESG und Big wollten mich eigentlich haben, was mir sehr viel Confidence gegeben hatte. Ich bin dann im Endeffekt Big gejoint. Big hat ja dann ist erst in LoL eingestiegen und hatte quasi noch nicht so wirklich die Persönlichkeiten, die wirklich einen Draht zur League of Legends und zur deutschen League of Legends Szene hatten. Sie hatten das Roster davor und eigentlich war, glaube ich, der Plan von Big, dass Argurin diese Person, die ich am Ende geworden bin, sein sollte. Aber Argurin hat dann, glaube ich, in der Offseason eigentlich jeden Scrim geintet, wurde mir gesagt. Weswegen, also weil er hat einfach nicht getryhardet. Weswegen sie dann ihn eigentlich, obwohl er eigentlich fester Bestandteil war, gekickt haben, in Anführungszeichen, und mich geholt haben. Der Anfang 2019, das war ein emotional Rollercoaster für mich. Ich war zu Silvester im ESG-Haus und wir hatten eigentlich unser Roster schon sehr gut aufgebaut. Wir hatten auch eine Person mit in unsere Roster-Vorbereitungen aufgenommen, die dann eigentlich auch maßgeblich mitentscheiden sollte, mit wen wir in das Roster aufbauen. Und dann am Ende sind wir eigentlich von zwei Spielern, die uns eine Zusage gegeben haben, ausgegangen, die dann aber drei Wochen später, als eigentlich alle Spieler schon unter Vertrag waren, uns dann gesnitcht haben und dann zu einem anderen Team gegangen sind. Deswegen, wir dachten, es ist komplett doomed, weil wir mit leeren Händen dastanden. Wir hatten halt zwei, drei Spieler unter Vertrag, aber uns haben halt immer noch zwei gefehlt. Aber wir hatten dann Glück, dass wir
das Roster noch eigentlich mit besseren Spielern, dass wir dann am Ende bessere Spieler bekommen haben, als die, die eigentlich diese Rollen hätten eingenommen. Und ich meine, 2019, puh, da könnte ich Stunden drüber reden. Also das ist ein bestätigendes Gefühl auf jeden Fall. Also zu sehen, dass ich quasi denselben Weg mit ihnen geteilt habe und wir so viele Erfahrungen gesammelt haben, die dann im Endeffekt dazu geführt haben, dass diese Spieler so über sich hinausgewachsen sind, dass sie dann auch den Sprung in die LEC geschafft haben, ist einfach ein Gefühl, was mich auch sehr motiviert, weiter so hart zu arbeiten und dann am Ende auch selbst in der LEC zu spielen, weil das mein Ziel ist auf jeden Fall. Und das bestätigt mich quasi, wenn ich sehe, okay, ich habe mit den Leuten im Team gespielt und die spielen jetzt in der LEC, die kenne ich schon. Und dann sollte es für mich selbst ja auch möglich sein, diesen Sprung zu schaffen. Vielleicht, wenn ich jetzt nicht auf demselben, habe ich jetzt nicht dasselbe Talent wie ein Kasi oder wie ein Labruf, das sehe ich auch ein. Aber ich denke, dass ich so mit extra, also mit Arbeit, die ich reinstecke, das ausgleichen kann. Also ich und Frenic, wir waren Laudatoren. Also wir haben quasi eine Lob- bzw. Dankesrede für jemanden gehalten, der dann, oder für die Personen, die dann für diesen Preis nominiert waren und dann auch den gewonnen haben. Dann sind dann Menschen wie Oliver Kahn oder so, die du siehst, und der saß in der ersten Reihe und ich stand da oben und ich war so nervös. Also als E-Sportler auf so einem Event vertreten zu sein, war komplett surreal. Also du hast da halt mit Leuten zu tun, die schon im traditionellen Sport komplett erfolgreich gewesen sind, vor allem im Teil des Journalismus. Und da Teil von gewesen zu sein, war einfach was Einmaliges, was ich so noch nicht erleben konnte bis dahin. Also mit solchen, und dann auch Gespräche zu führen mit Menschen, die einfach mit E-Sport auch nicht wirklich viel zu tun haben, aber trotzdem Interesse gezeigt haben für diese Sparte und für dieses Berufsfeld. Einfach diesen sportlichen Diskurs zu haben, das war cool. Aber war auch wirklich surreal. Also ich habe mich da echt fehl am Platz gefühlt.